Ja, ist schon eine schöne Gegend hier. Eigentlich lohnt es sich hier wahrscheinlich mal so irgendwie sich auf die Lauer zu legen. Fuck! Was ist denn da bitte schon wieder los? Das fragen sich aktuell viele im Internet. Denn Björn Winter und Sebastian Weber waren zuletzt in Berlin unterwegs. Und wie es die Bilder suggerieren, wurden beide angegriffen. Dazu aber gleich nochmal mehr. Weil vorab müssen wir noch kurz die Personalien der beiden klären. Denn besser bekannt sind die beiden als die rechten Influencer Björn Banane und Weichreite TV. Beide gehören zum neurechten Vorfeld. Banane war zuvor ein erfolgloser DJ und schulte während Corona zum Vollzeitschwurbler um. Zuletzt war er eng verbandelt mit dem inzwischen verbotenen Kompakt-Magazin von Jürgen Elsässer. Weber, der sich gerne als freier Reporter bezeichnet, ist Politiker für die AfD. Er saß bis 2021 im Stadtrat von Borna und sitzt noch immer im Kreistag des Landkreises Leipzig für die im Osten gesichert rechtsextreme Partei. Am politischen Geschehen beteiligt er sich aber da kaum. Er muss ja immerhin Content für eine ewig hungrige, ewig gestrige Bubble produzieren. Und das führt uns jetzt auch eigentlich schon zurück zum Thema. Denn Weber war eben mit Björn Banane in Berlin unterwegs. Das Ziel dahinter, die schönsten Ecken der Hauptstadt zeigen. Quasi sowas wie ein Reiseblock. Und dabei entführte uns das Paar unter anderem in den Görlitzer Park und auch ans Cottbusser Tor. Und für alle, die jetzt nicht so drin sind im Berlin-Game, der Görli und der Cotti liegen in Berlin-Kreuzberg und gelten als Hotspots für Drogenhandel und Gewalt. Die Berliner Polizei zählt beide Orte als sogenannte kriminalitätsbelastete Orte und operiert deswegen dort inzwischen in deutlicher Mannstärke. Oder anders gesagt, wer das Bild einer heruntergekommenen, ekelhaften und von Gewalttätern überrannten Stadt zeichnen will, ja, der geht in den Görlitzer Park und ans Cottbusser Tor. Und sagen wir es vorsichtig, die beiden waren genau auf der Suche nach solchen Bildern eben. Banane macht ja einfach sein Ding. Oh, läuft. Banane kauft sich jetzt erstmal Naschis. Hör auf, hier schon wieder die Drogendealer anzumachen, ey. Ja, Björn Banane. Das geht ja halt echt zu den Leuten, ne? Okay, kann man ja mal was mitnehmen, ja. Ein Fremder ist ja auch ein Freund, den man noch nicht kennt. Ja, solider Rassismus übrigens auch, dass Weber direkt die erste Gruppe schwarzer Menschen als Drogendealer bezeichnet, oder? Aber das zeigt ja eigentlich wirklich, worauf die beiden halt aus waren. Und nochmal, das war in den ersten 4 Minuten dieses Streams. Da kann man jetzt nicht von einem ergebnisoffenen, ja, schauen wir mal, was passiert, sprechen, sondern von einer aktiven Suche nach genau solchem Content. Und jetzt hört euch mal dieses Framing bitte an. Ja. Okay, siehst du das? Schon geht's los. Der Buschfunk meldet, dass hier zwei komische Gestalten da sind. Dann noch die ganzen Extremisten, die also sowieso auf uns abgesehen haben. Lass uns wieder in die Mitte von der Wiese gehen. Wir dürfen hier einfach nur nicht so viel Zeit verbringen. Ne? Das ist das A und das O. Ja, weil ich bin der Meinung, ab jetzt wird's kalkulierbar. Und es ist so ein bisschen wie bei Stirb langsam 3. Nur, dass wir keinen Erpresser haben. Da war der Terrorist, der gedroht hat, eine Schule zu sprengen und unschuldige Kinder zu töten, wenn Bruce Willis sich nicht in New York in der Bronx aufstellt, nackt mit zwei Pappschildern hinten und vorn, wo drauf steht. Stimmt, ja, ja, und das stimmt. War das, auch, und das war ähnlich wie hier. Zitat. Das war ein Zitat, ja. Das würde ich niemals sagen. Ja, ja. Und das ist auch nicht so. Das also, war gerade ein Zitat. Also, kurz mal Recap bis hierher. Die beiden machen eine Tour durch die eher bedenklichen Ecken in Berlin. Bewusst zu Sonnenuntergang bzw. am frühen Abend. Die erste Gruppe Menschen wird als Drogendealer geframed. Dann reden sie davon, dass sie nur darauf warten, angegriffen zu werden und vergleichen sich dann mit einer Szene aus Die Hard with a Vengeance, bei der der Held John McClane sich in Gefahr begeben muss, um einen Terroranschlag auf eine Schule zu verhindern. Und beide reden dann in dem Stream immer davon, dass jetzt wird's gleich ganz gefährlich. Die Gefahr, die lauert um die nächste Ecke. Aber die einzigen Bilder, die beiden eigentlich im Endeffekt produzieren und zeigen können, sind halt Leute, die beiden gar nicht kennen und einfach irgendwie vielleicht Bock haben, auch mit ihnen auf ein Bild zu springen. Man bekommt manchmal eine Brofist, manchmal das Peace-Zeichen. So belastend. Aber es kann halt ganz schnell komisch werden. Ja, ja, klar. Du musst ja nur an den richtigen Mut. Und haben uns gerade getroffen. Willst du mit drauf? Willst du es oder nicht? Okay. Ja, der Görlitzer Park gilt ja eigentlich als sehr gefährlich und auch einer der Hauptdrogenumschlagplätze von Berlin. Mhm. Was treibt euch nachts hierher?
ist ja noch hell. Wir gehen eigentlich nur spazieren, haben okay. gerade Eis gegessen. Okay, also habt ihr jetzt auch nicht die Angst hier in irgendeiner Form? Überhaupt nicht. Okay. Nee. Gut, wir haben es überlebt. Also man kommt hier durchaus rein und raus, ohne abgestochen zu werden. Einigermaßen nachts im Görlitzer Park. Klingt glatt ein bisschen enttäuscht, der Sebastian Weber, oder? So ein Mist aber auch. Niemand hat uns angegriffen. Niemand wollte uns Drogen verkaufen. Niemand hat uns beleidigt. Was für ein scheiß Dream. Mission failed. Also, raus aus dem Görlitzer Park und hin zu einem anderen Hotspot, in der Hoffnung, dort mehr Beef zu finden. Und irgendwie hat zumindest der Weber auch schon auch gar keinen Bock mehr drauf. Oder er sagt es zumindest. Du bist hierher gekommen jetzt. Ja, ich denke mal, so 20 Minuten Görlitzer Park reicht. Wir wurden nicht abgestochen. Wir können jetzt gehen. Wir können jetzt zufrieden gehen. Lass uns gehen. Doch nochmal zum Kotti gehen. Das wird noch interessanter. Oh, fuck. Wie lange ist das weg? 5 Minuten. 5 Minuten? Wir können hier nicht 5 Minuten lang durch Berlin laufen. Du unterschätzt die Gefahrensituation, in der wir uns befinden, Banane. Okay, da hinten. Da ist das Cottbusser Tor. Oh, warum, Banane? Und das ist auch nochmal sehr, sehr sehenswert. Du weißt, auch für dein Publikum. Wir müssen die ganze Strecke wieder zurücklaufen, Banane. Ja, aber das mit einem Messer im Bauch. Du bist doch noch jung und sportlich und dynamisch. Ja, ja, trotzdem. Ich gestehe, ich habe mir noch nie so lange einen Stream von Weber angeschaut wie für dieses Video. Und ich sage es euch, dieser Kerl jammert und opfert auf diesem Niveau wirklich eine Stunde lang durch. Und irgendwann verschwimmen die Grenzen zwischen, macht der jetzt hier nur Show? Oder ist er inzwischen wirklich so psychisch angeknackst, dass er sein Gelaber selber glaubt? Ich kann es euch nicht mehr sagen. Vermutlich ist es eine Mischung aus beiden. 70-30 oder so. Glaub mir mal, hier können wir noch ein bisschen was einfangen. Mhm. Und ich bitte dich jetzt, kein Spielverderber zu sein. Ja, genau. Einfangen. Ich fange mir hier alles ein. Aber ganz bestimmt nichts, was gesund ist. Für 50 Euro gehe ich lieber ins Laufhaus. Wirklich, für 50 Euro. 50 Euro für ein Interview, ey. Ich glaub's auch. Aber die ist immerhin geschäftsmäßig orientiert. Da frage ich mich ja, warum er unter einer Brücke lebt. Und, Leute, dann fängt er es endlich ein. Den Hass, die Gewalt, die Verbrechen. Really nice place. I think one of my favorites in Berlin. Okay. Yeah, super cheap bars in here. Okay. Super nice. And criminality? Criminality, you have no panic? No. No. Okay. I think every time I walk in around here, I feel pretty safe. Okay, ihr gebt uns jetzt hier Eis. Was ist das für Eis? Oder wir kennen nicht mehr, wir sind eure Fans. Ihr habt das gesehen, dass wir live sind, dachte, ihr bringt mal ein Eis vorbei. Warum nicht? Okay, warum seid ihr hier abends im Cottbusser Tor unterwegs? Wir wohnen hier in der Nähe. Okay, sehr gut. Warum wohnt man hier? Warum nicht? Okay, also wir hören halt ziemlich viele schlechte Sachen über das Cottbusser Tor, dass hier viel Kriminalität passiert und all da sowas. Also ich sag mal so, natürlich ist es nicht der schönste Ort zum Leben, aber man kommt hier irgendwie klar. Also ich wohne hier jetzt schon 18 Jahre und ich habe davon nichts mitbekommen. Dass eigentlich hier Kriminalität passiert? Ja. Und ich weiß nicht, wo das hier noch hinführt, Banane. Hier ist nichts. Die entschillen hier einfach nur. Wir haben das Schlimmste aufgenommen. Wollt ihr uns mal ganz kurz ein kleines Interview geben? Oder seid ihr gerade privat? Dann schönen Abend. Haben Sie bloß Lust, was zu sagen? Nein, okay, wir haben gerade noch einen Flaschensammler hier, der hier die Flaschen sorgt. Kein Problem. Ja, wer hat das nicht? Wer hat das nicht? Okay. Gut. Liebe Freunde, ich akzeptiere jetzt, dass wir offline gehen. Was für ein Scheißtag für Sebastian Weber und Björn Banane in Berlin. Und während selbst der sonst immer extreme Chat von Weichreiter langsam verzweifelt, merkt man den beiden an, die brauchen jetzt irgendwas. Irgendwas. Weil ihr Konzept, ihre Idee, die ist nicht aufgegangen. Sie wollten einen Berlin der Schande zeigen, ausländische Kriminalität, zeigen, wie am Ende dieses Land ist und fanden eine lebensfrohe, bunte Stadt, die einfach pulsiert und in der die Leute halt einfach ihr Ding machen. Und an dieser Stelle möchte ich eine Sache sagen. Die beiden haben das Berlin gezeigt, welches auch ich kennenlernen durfte. Ich habe selbst 2 Monate im Berliner Journalist arbeiten dürfen und kann nur sagen, Berlin hat mich begeistert. Selbst mich als bayerisches Kind vom Lande. Es war fast eine schöne Reise, diesen Stream zu schauen. Man musste dafür nur das Gelaber von Sebastian Weber muten. 53 Minuten Entspannung. Ja gut, und dann das hier. Sehr gut, schön. Dann bedanke ich mich fürs Interesse. Es ist nichts passiert, ja, nichts, zumindest uns hier. Wir leben beide noch.
Niemand hat sich getraut, an uns irgendwas zu machen, weil da stabile Banane hier daneben gewesen ist, natürlich. Ja, schon, ist schon eine schöne Gegend hier. Eigentlich lohnt es sich hier wahrscheinlich mal, so irgendwie sich auf die Lauer zu legen. Ah! 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 Fuck! 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 Hilfe! Ach, Scheiße, Digga. Da hat hier Pfefferspray gespritzt. Ja, auf einmal vier von uns aus der Seitenstraße. Keine Ahnung, wir sind Reporter, wir haben hier berichtet. Eine Polizei, warte, Moment! Ah. Okay. Ja, man muss ja fast schon lachen in dem Moment, als die beiden schreiend auseinanderrennen. Weichreite läuft ein paar Meter, spricht was von Pfefferspray, dass ihm die Augen brennen. Und ja, Leute, so sieht das Gesicht eines Pfefferspray-Opfers wirklich aus. Auf jeden Fall. Aber spannender ist fast das Film von Banane zu diesem Thema. Die hat nämlich diese Szene extra auf seinem Kanal nochmal für uns zusammengeschnitten. Bitte. Eigentlich lohnt es sich hier wahrscheinlich mal, so irgendwie sich auf die Lauer zu legen. Ah! 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 Ich bin Stammgast. Wo ist denn der Chef? Er kennt mich. Er kennt mich. Genau hier bin ich überfallen worden. Aber wie denn? Die haben uns angegriffen. Antifa. Linksradikal. 2-3 Leute. Scheiße. Wow, der Banane, der könnte bei der Polizei arbeiten, oder? Sofort erkannt, dass es die Antifa war. Keine Frage. Aber war schon krass, oder? Da sind zwei Typen, die jeden Tag irgendwelche Demos und Geschichten streamen. Und keiner von den beiden hat auch nur einen einzigen Frame der Angreifer aufgenommen. Nicht einen. Und auch die Polizei in Berlin hat zumindest diesen Übergriff nicht in ihren Meldungen erwähnt. Daher habe ich bei der Berliner Polizei einfach mal selbst nachgefragt und bei der Pressestelle angerufen. Dort wusste man am Anfang zwar nichts von diesem Vorfall, verwies mich jedoch etwas später auf eine ganz neue Pressemitteilung vom heutigen Tag. Und diese bestätigt die Schilderungen der beiden Streamer. Auch konnte die Polizei einen tatverdächtigen 40-Jährigen in Gewahrsam nehmen und stellte bei ihm Pfefferspray und ein Klappmesser fest. Gegen ihn ermittelt nun der Staatsschutz, da ein politisch motiviertes Tatmotiv nicht ausgeschlossen werden kann. Und ich will ganz transparent sein. Da ich lange auf die Antwort der Polizei warten musste, es nicht sicher war, dass sie überhaupt kommt, hatte ich bereits eine Vorabversion hier von meinem Skript geschrieben und gedreht. In diesem gehe ich in zwei Details wirklich nochmal ein und entwickle Szenarien, die vermutlich stattgefunden haben könnten. Aber da jetzt natürlich das Fake-Szenario vom Tisch ist, ist es relativ klar, dass Leute einfach den Stream von Bananen Weichreite gefunden haben und die beiden am Ende auch in Berlin fanden. Vielleicht hängt die Tat mit dem Hashtag B2507 zusammen, welcher eigentlich als Protest gegen eine Ausstellung mit Soldaten der Azov-Bewegung genutzt wurde. Die Ausstellung wurde aber abgesagt und einzelne Accounts nutzten danach den Hashtag, um auf den Stream der beiden aufmerksam zu machen. Kann sein. Wir haben hier also eine Situation, die wir von Björn Banane ganz gut kennen. Er sucht eben oft die Gefahr und die Provokation, um gute Bilder zu bekommen. Und schlachtet diese im Nachgang natürlich aus. Er geht sogar so weit, sich und Weber in einem Thumbnail Verletzungen aufzumalen, die es gar nicht gibt. Opferrolle vom Feinsten. Es ist halt wie damals in Grünheide. Ich kritisiere die Corona-Maßnahmen, wo heute der Beweis auch längst erbracht war, dass die ohne Evidenz passiert sind und nur Schrecken, Leid und Schmerz und Elend hinter uns gelassen haben in unserer Gesellschaft. Fakt ist aber, der Überfall hat stattgefunden und es war kein Fake. Und so etwas kann man halt dann auch nur verurteilen. Und wer sowas macht, ist einfach nicht ganz sauber. Muss man so klar auch mal sagen. Und ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich sage danke für eure Zeit und verweise auf die Möglichkeit, hier ein Abo dazulassen. Vielen Dank. Und wenn ihr gleich weiter schauen wollt, dann könnt ihr es hier tun, indem ihr hier oben klickt. Ach, die Wunderwelt der Technik. Ist sie nicht schön? Also, bleibt untot, Freunde. Wir sehen uns bald wieder. Euer Wolfi.